Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schüler, wir begrüßen Sie hier, Frau Abloff und ich, ganz herzlich zu unserem Kongress heute an einem Samstag. Ich habe gestern Abend schon gemerkt, was das bedeutet, ein Samstag. Ich habe gestern Abend noch schnell das Nötigste eingekauft, weil ich ja heute dazu nicht komme. Und ich weiß, dass Sie, die Sie hier heute hierhin gekommen sind, auch Ihren Alltag umorganisieren mussten. Und ist auch offensichtlich gar nicht so einfach, heute hier hinzukommen. Der Zug hat gebrannt auf dem Weg hierhin in Duisburg. Ein Haus drohte auf die Schienen zu stürzen, Streckensperrung in Dortmund. Und der letzte Rest war dann noch der Weg aus dem Bahnhof Essen hier rüber durch Katakomben und so. Also wer jetzt hier von Ihnen ist, da weiß ich ganz genau, da wissen wir ganz genau, dass Sie sehr engagiert zu Werke gehen. Und herzlichen Dank dafür, dass Sie an diesem Samstag zu uns hier gekommen sind. Wenn jetzt noch ein paar Plätze frei sind, wir haben also 300 Anmeldungen, dann nehme ich an, dass andere Kolleginnen und Kollegen das auch so zu spüren bekommen, dass die Züge eben nicht zügig fahren. Ja, herzlich willkommen, vielen Dank. Ich gebe das Mikrofon jetzt weiter an Frau Abloff. Ja, herzlichen Dank. Auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung. Medien nutzen, leben und lernen mit Medien ist der Titel unserer Veranstaltung heute. Wer sich Medien zunutze machen möchte, muss wissen, wie Medien funktionieren, wie sie wirksam werden, wozu sie Nutze sind. Wer sich Medien zunutze machen möchte, muss medienkompetent sein. Wer heute lernen will, was auch immer, muss in der Lage sein, Medien zu nutzen. Denn heute in der Wissens- und Informationsgesellschaft ist ein Lernen ohne eine kompetente Nutzung von Medien kaum mehr möglich. Vor diesem Hintergrund oder diese Situation stellt für Lehrer eine ganz besondere Herausforderung dar. Denn es bedeutet für Lehrer, dass sie in ganz besonderer Weise medienkompetent sein müssen. Sie müssen in der Lage sein, selbst für ihre eigenen Zwecke, Unterrichtsvorbereitung, wie auch immer, medienkompetent zu nutzen. Sie müssen in der Lage sein, ihren Schülern zu vermitteln, wie diese Medien kompetent nutzen können. Und sie müssen zugleich in der Lage sein, neue Medien, digitale Medien adäquat so in den Unterricht einzusetzen, dass die Potenziale für die Wissensvermittlung, die von digitalen Medien ausgehen können, auch wirksam werden im Sinne ihrer Schüler und im Sinne ihrer eigenen Unterrichtsorganisation. Das ist nicht immer leicht umsetzbar, vor allem deshalb nicht, weil Medien sich sehr schnell weiterentwickeln. Die Medienentwicklung ist wirklich rasant. Zugleich ist natürlich ihr schulischer Alltag sehr komplex und ebenfalls nicht einfach. Vor diesem Hintergrund ist es heute das Ziel von Medienberatung NRW und Landesanstalt für Medien, Ihnen für Ihren schulischen Alltag, für Ihre Praxis möglichst viel und praxisgerechte aufbereitet Informationen zur Verfügung zu stellen, die es Ihnen ermöglichen, medienkompetenter im Unterricht zu agieren, diesen Aufgaben, die sich Ihnen im täglichen Alltag stellen, besser gerecht werden zu können. Wir tun dies gemeinsam, ein Service im Sinne einer Serviceallianz, und hoffen, dass wir unseren Ansprüchen, Ihren Ansprüchen heute gerecht werden. Ob uns das gelingt, das müssen Sie selbst beurteilen. Und ich habe die Bitte, dass Sie uns das dann auch rückkoppeln auf Fragebögen, die wir auslegen werden oder heute Nachmittag in unserer Abschlussdiskussion. Denn auch wir wollen ja lernen, gute Veranstaltungen zu machen, adäquat arbeiten zu können. Und ich hoffe, dass wir es schaffen. Erlauben Sie mir jetzt noch vielleicht einen ganz kurzen Hinweis. Die Landesanstalt für Medien fördert, wie Sie vielleicht wissen, Radioprojekte in der Schule. Wir qualifizieren Schüler, Radiobeiträge zu machen. Diese Beiträge werden dann in der Regel im lokalen Hörfunk im Rahmen der Bürgerfunksendezeit ausgestrahlt. Wir haben heute 20 Schüler hier, die im Rahmen eines solchen Radioprojektes aktiv geworden sind. Und zwar sind das die Schüler der Gesamtschule Mühlfort in Mönchengladbach und die Schüler vom Hans-Böckler Berufskolleg in Mahl. Die möchten die Veranstaltung heute verfolgen. Sie werden selber ihre Erfahrungen sammeln, vielleicht Sie befragen und das Ganze so aufbereiten, dass Sie es in einem Radiobeitrag senden können. Also, wenn die Schüler auf Sie zukommen, bleiben Sie aktiv, helfen Sie, unterstützen Sie sie.
Sie sind durch spezielle T-Shirts erkennbar. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade hier welche im Raum sind. Wenn ja, mögen Sie die Hand heben. Das ist noch nicht der Fall. Also ich hoffe, dass auch diese angewandte Medienkompetenz, dieses aktive Medienkompetenzleben im Rahmen dieses Radioprojektes heute gelingt. Wenn Sie Näheres dazu wissen wollen, es gibt einen speziellen Workshop dazu. Jetzt darf ich das Wort an Herrn Faupel weitergeben. Vielen Dank. Ich möchte nur kurz noch was sagen zu dieser Service-Allianz, die Frau Appeloff auch eben angesprochen hat. Also die LFM ist sehr stark, hat viele Materialien, gute Projekte, die den Lebensbereich, das Leben mit Medien für Kinder stärken, Medienkompetenz der Kinder stärken, auch die Eltern einbeziehen in diese Arbeit. Und wir als Medienberatung NRW, wir haben uns darauf spezialisiert, das Lernen mit Medien zu optimieren. Wir haben einen Vertrag der Landschaftsverbände mit dem Schulministerium über diese Aufgabe, weil ja Medienbereitstellung auch immer eine kommunale Aufgabe mit ist. Deshalb ist es wichtig, dass die Kommunen auf der einen Seite, Landschaftsverbände und das Land auf der anderen Seite gemeinsame Sache machen. Unsere Themen sind vielfältig, aber insbesondere sind die Medienberaterinnen und Medienberater in den Kompetenzteams, in den 53 Kompetenzteams unterwegs und stehen ihnen zur Verfügung zur Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern vor Ort. Und wir sind involviert in die Schulbuchgenehmigung, wir kümmern uns um die Qualität von digitalen Lernmitteln und die Bereitstellung. Wir geben natürlich Hinweise zur IT-Ausstattung von Schule, bis hin zu der Frage, wie man den Support reduzieren kann und so weiter und so fort. Und die LFM mit Leben mit Medien und wir als Medienberater mit Lernen mit Medien, wir sind praktisch konzeptionell geborene Partner, wir passen sehr gut zueinander, wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und wir können unsere jeweiligen Kompetenzen zusammenwerfen und ihnen dann entsprechende Unterstützung bieten. Der Kern dieser Tätigkeiten ist wirklich Service für Sie, deshalb diese Service-Allianz. Ich hoffe, Sie haben heute einen interessanten Tag. Wir werden ja theoretisches Vorträge, die den Vortrag von Professor Breiter und Praxisbeispiele heute erleben. Wir starten jetzt mit einem Grußwort von Herrn Dr. Heinemann, Abteilungsleiter im Schulministerium. Ich habe mir nochmal im Organisationsplan genau angeschaut, für was Herr Dr. Heinemann alles zuständig ist. Es ist die Lehrerausbildung und die Lehrerfortbildung. Es ist individuelle Förderung, Weiterbildung, Internationales und Qualitätsanalyse. So steht es im Organisationsplan. Und die Bezüge zur Medienberatung sind vielfältig. Und ich kenne auch Herrn Dr. Heinemann jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und weiß, wie intensiv er sich mit den Chancen der Medien für Schule befasst. Dass er auch immer mitdenkt, dass individuelle Förderung immer auch eine Frage ist, mit welchen Medien ich den Schülern das anbieten kann. Die Qualität von Schule auch immer eine Frage ist, wie gut sie mit Medien arbeitet. Und die Lehrerfortbildung mit den 53 Kompetenzteams, da sind wir ganz dabei. Ich freue mich sehr, dass Sie heute ein Großwort sprechen und bin jetzt wirklich gespannt und möchte Sie bitten, jetzt zu beginnen. Vielen Dank.